Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich melde mich hier aus Lippstadt und befinde mich dort im grünen Winkel. Ja, an diesem schönen Donnerstagmorgen. Was haben wir denn heute? Den 7., ne? Genau, 7.1.2021. So leichter Schneefall, aber auch nur ganz leicht. Ist so ziemlich der erste Schnee, den wir hier in der Region haben. Ich würde mich auch freuen, wenn es einmal so komplett weiß würde. Aber ich glaube, da bestehen wenig Chancen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich heute Morgen dazu entschlossen, da ich frei habe, trotz des relativ trüben Wetters eine schöne Radtour zu machen, und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es wird sich letztendlich wieder so im Großen und Ganzen alles um Natur und Wasser drehen und was man da so bei entdecken kann oder auch nicht. Das weiß man ja nie, was einen da erwartet. Das Anziehen heute Morgen hat schon länger gedauert, als die Zeit, die ich gebraucht habe, bis hierhin. Mit vernünftig warmen Schuhen, meiner guten warmen Wanderhose. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Wenn ihr Lust habt, wie immer, bleibt dran. Hier im Grünwinkel gibt es so viele kleine Holzbrücken, die gerade ein bisschen rutschig sind. Aber auch um diese Jahreszeit trotzdem schön. Man hat hier überall so diese schönen kleinen Sitzplätze. Das ein oder andere, wie hier hinterm Amtsgericht, wurde auch neu angelegt, beziehungsweise gepflastert, und vernünftige Bänke. Hier hat man sonst auch solche Springbrunnen, die so richtig schön sprudeln bei schönem Wetter. Das hat was. Ansonsten seht ihr, wie die Wege hier sind. Aber davon habe ich mich noch nie abhalten lassen. Schaut mal, hier am Baum, da flitzen die Eichhörnchen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu zoomen. Aber das ist immer schwierig, die kleinen Racker da drauf zu kriegen. Naja, ich bin jetzt gerade in der Bellevue. So nennt sich hier dieses kleine Waldstück neben Lipperode. Und dort vorne ist gleich schon wieder die Lippe zu sehen. Jetzt hier an der Lippe ist schön zu sehen, diese kleinen Nebenarme, die die weiteren Bäche hier dann versorgen, die so in der ganzen Region auch sind. Also die Lippe speist auch den ein oder anderen kleinen Bach, der hier vor Ort ist. Oh, da drüben sitzt gerade ein Nutria. Schaut mal. Habe ich kaum erkannt durch die verschneite oder verregnete Brille. Es ist auch alles ein bisschen unscharf. Ach, jetzt schwimmt es gerade. Ich hoffe, ihr erkennt es vernünftig. Ohne, dass ich zu sehr wackel in dem starken Zoom. Ich mag die Tiere ja. Auch wenn viele sagen, es sind nur Schädlinge, aber ich finde sie trotzdem irgendwie schön. Ja, und ich bitte zu entschuldigen, dass auf der Linse wahrscheinlich Regentropfen bzw. Schneeflocken sind und das Bild dementsprechend nicht so ist wie sonst. Aber das ist bei dem Wetter nun mal so. So, weiter geht's. Und hier hat man jetzt so einen schönen Blick auf so eine alte Ruine bzw. die Grundmauern, die noch übrig geblieben sind. Und das ist jetzt der Alberssee im Winter. Das Wasser sieht deutlich besser aus als im Sommer, wobei es auch im Sommer okay ist. Also ist jetzt nicht, dass es schlecht wäre. Aber so bei dieser Ruhe habe ich es auch noch nie erlebt. Dort habe ich ja schon den einen oder anderen Kaffee mal getrunken, ein schönes Buch gelesen auf dieser Terrasse. Da kann man es sehr gut aushalten. Hier gab es einen Betreiberwechsel. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß es nicht. Der muss wahrscheinlich noch so ein bisschen in eine Spur kommen und das Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze hier läuft. Aber ich finde, er macht das schon ganz gut. Sind die einen oder anderen am Schimpfen, aber das ist ja immer so. Ne? Der eine findet es gut, der andere findet es weniger gut. Aber ansonsten
auch so zu dieser Jahreszeit ein schönes Fleckchen. Man muss nur aufpassen, wenn man jetzt hier auf diese Holzstege geht zum Beispiel, dass man nicht ausrutscht, weil es doch schon recht glatt ist und der erste Schnee so ein ganz kleines bisschen liegen bleibt. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch im Winter ist doch so ein See wunderschön, oder? Direkt hier gegenüber ist das Campingparadies Lippstädter Seenplatte. Also gegenüber vom Albersee natürlich. Ein schöner kleiner Platz. Den habe ich mir letztes Jahr mal angeschaut. Würde ich sagen, kann man empfehlen. Hier ging jetzt gerade von der Straße so ein kleiner Pfad rein. Den kenne ich noch gar nicht. Und zwar entlang dieses Sees, der an diesen Campingplatz angrenzt. Und ich meine auch dazugehört, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es sieht auch aus, als wenn es da hinten so einen kleinen Badestrand gäbe. Aber da kann man sich ja auch mal schlau machen. Ansonsten möchte ich jetzt mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Also am Wasser lang ist ja immer schön. Und durch den Wald sowieso. Da fliegt da der Fischreiher. Hier gibt es gerade eine Stelle, wo man einmal so einen Zugang zum See hat. Und da muss ich natürlich anhalten und kurz reingehen. Stören wollte ich natürlich nicht, aber naja. Und schaut euch mal das Wasser an, wie klar das ist. Herrlich. Da drüben ist dieser Strand, was ich meinte, wo ich denke, dass der zu dem Campingplatz gehört. Aber wie gesagt, diese Aussage ist definitiv ohne Gewähr. Naja, auf jeden Fall macht's Radeln Spaß, auch wenn wir nur knapp über 0 Grad haben. Aber irgendwie ist es gut und es ist wenig los. Da kommt doch schon mal Freude auf. Da bin ich an so einer Gabelung hier und da kommt der nächste See. Jetzt probiere ich das einfach mal aus, wo der Weg hinführt. Da, wie gesagt, diese Wege hier kenne ich gar nicht. Es wundert mich eigentlich, weil ich die Strecken oft fahre. Aber meistens halt im Sommer und dann ist halt alles zugewachsen, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Ist schon mal eine schöne Überraschung. Also rechts rum. Zu meiner Rechten endet der See hier. Aber ich bin jetzt ein ganzes Stück schon dran lang gefahren und das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie groß doch dieser See ist. Oder relativ groß, ne? Ist ja immer im Auge des Betrachters, aber ich finde es schon sehr schön. Ich weiß nicht, ob man hier auch baden darf, weil es gibt keine Zugangsbeschränkungen, was ich bisher gesehen habe. Das wäre natürlich auch mal interessanter als diese überfüllten Seen auf der anderen Seite. Allerdings im Sommer, nicht heute. Gibt ja Hartgesottene, die das können im Winter, da gehöre ich nicht zu. Ich habe kein Problem damit, bei den Temperaturen irgendwie im Bulli draußen zu schlafen ohne Heizung, aber das kalte Waschen mit dem Wasser ist auch okay, aber nicht schwimmen gehen. Jo, jetzt muss ich mal schauen, wo es weitergeht. Ab hier, wie ihr sehen könnt, ist dann Durchfahrt verboten, aber auf der gegenüberliegenden Seite sieht man schon das nächste Gewässer. Da geht es dann weiter. Also an den See bin ich jetzt nicht dran gekommen. Das ist der Heidesee, aber der ist komplett eingezäunt. Und hier steht auch Betreten verboten. Müll entsorgen und sowas ist ja auch richtig. Ne? Auf der einen Seite scheint ein Angelverein zu sein, dem das gehört oder das gepachtet hat. Und hier kommt schon der nächste See, der auch in die andere Richtung wesentlich weiter geht. Das Merkwürdige ist, dass ich hier rechts vom Albersee so gesehen nie hochgefahren bin, weil mir das eigentlich nur als Weideland alles bekannt ist. Aber so kann man sich täuschen. Ich werde jetzt einfach mal diesen Betonwirtschaftsweg hier, sage ich mal, weiterfahren und gucken, wo ich da hinkomme. Da hinten ist schon eine nächste Siedlung zu sehen und dann wie immer spontan entscheiden, wo es weitergeht. Wie man hier gut sieht, geht es jetzt ewig weit geradeaus bis Lipperode anscheinend. Ich werde aber gleich nochmal wechseln und
und zwar in die Richtung, da müsste meiner Meinung nach der Boker Kanal irgendwo kommen. Schaut mal, kennt ihr das? Wenn Engel reisen, schon kommt die Sonne raus. Naja, man erkennt sie. Aber es ist ein Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten lässt sich das echt schön fahren. Und mir ist gerade das erste Mal dieses blöde Wort Corona wieder eingefallen, weil ich die ganze Zeit ohne Maske fahre. Das ist total schön. Und schon vergisst man so dieses Eingeengte, was man sonst im Alltag hat. Geht einfach mal raus, Leute. Das macht den Kopf frei. In vielerlei Hinsicht. Und es tut einfach gut. Egal was für ein Wetter, tretet euch selber in den Hintern und los geht's. Und schon bin ich am Boker Kanal angekommen, der auch mal vernünftig Wasser führt. Es gibt hier noch irgendwo so einen kleinen Stau. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, in welche Richtung. Muss ich gleich nochmal schauen, ob ich da noch hinfahre. Ansonsten für die Leute, die am Reiten Spaß haben, gibt es hier neben dem Boker Kanal so einen schönen Weg, wo man im Sommer auch öfter die Reiter dann sieht. Der ist extra so ein bisschen besandet dafür. Also ich behaupte mal, der ist extra besandet. Weil mit dem Fahrrad ist das da drauf nicht wirklich gut. Und ja, in der Regel sind da die Pferde unterwegs. Ach, da hinten ist die kleine Schleuse zu sehen, der Stau. Ich zoome das Ganze mal. Ich glaube, so kann man schon ganz gut erkennen. Ah, das wackelt natürlich jetzt wieder. Dort auf der anderen Seite sieht man noch diesen Weg für die Pferde. War jetzt auch extra nochmal ausgeschildert für Pferde und Wanderer. Oder für Reiter und Wanderer. Aber auch schön hier entlang des Boker Kanals und auf der anderen Seite so ein bisschen im Wäldchen. Auch das ist wieder der Boker Kanal, wo so eine Treppe, Stufe im Grunde gebaut wurde, damit hier noch mal ein bisschen Fließgeschwindigkeit aufgebaut wird. Fasziniert mich ja immer wieder. So dieses Wasser, wie das da runterläuft. Auch wenn es jetzt nur im Kleinformat ist. Ein Wasserfall wäre natürlich schöner, aber auch so ist schön. Das ist der Margaretensee mit dem dazugehörigen Campingplatz. Was ich bei dem Campingplatz immer schön finde, ist dieser kleine Leuchtturm auf der anderen Seite. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem einen oder anderen Video erwähnt, wo ich hier war. Aber es ist jetzt halt eine spontane Runde, daher wird es dann halt nochmal gezeigt. Man kann ja auch nicht immer alles neu erfinden. Und muss auch gar nicht sein. Schön bleibt schön. Und nun bin ich wieder im grünen Winkel in der Stadt Lippstadt angekommen. Hier hinter dem Ärztehaus, Restaurant, Café, Biergarten, was auch immer da alles drin ist. Und wollte mich jetzt für heute verabschieden. War eine schöne Tour, sehr feucht. Mittlerweile ist es auch mehr Regen als Schnee, nicht so schön. Aber es waren jetzt knapp 25 Kilometer und fast 2 Stunden unterwegs. Schon sehr angenehm. Tat ganz gut, aber jetzt freue ich mich auf was zu essen. Ich überlege schon seit 20 Minuten, was ich mir machen könnte. Also, macht's gut, euer Markus.